Und damit herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr seht, ich habe das nächste Modell für euch. Ein Petto. Nämlich die A12 Matilda. Aus der Small Army Collection. Was auch gleichzeitig mit der World War II Series drin ist. Tank Museum Edition. Das heißt, wahrscheinlich noch Vorführmodelle. Mit der Nummer 2495, 510 Teile und ein Opa als Figürchen. Ich habe keine Ahnung, was der Opa ist. Irgendwie Direktor oder so, kein Plan. Wir werden das alles in den nächsten Aufbauparts ergründen. Du gehst mal wieder nach hinten. Ihr seht, ich habe schon wieder vorbereitet ohne Ende hier. Ja, nichts, bevor man sich hier zurückhalten muss auf dem Kanal. Denn wir fangen jetzt einfach mal an. Hoppala. Es ist ein äußerst interessantes Modell. Weil wir primär orange, grau und dunkelgrau haben. Es ist, wo ich mich frage, warum? Es sieht mega cool aus, aber warum kommt das zustande? Wie? Wer hat da was mit zu tun? Ich weiß auch nicht. So, wir fangen erstmal wieder basic-mäßig mit der Plate an. Es ist von innen sehr schwarz, also vor allem das Fahrgestell. Und ja, ich habe alles wieder vorbereitet. Ihr seht, ich stapel neben mir. Und da sind interessante Teile bei, das glaubt ihr mal gar nicht. Allgemein finde ich das Panzermodell gerade äußerst spannend, denn es sieht sehr witzig zum Bauen aus. Ich muss mal ein bisschen ran. Komm hier noch ein bisschen, ich gönne euch heute mal richtig so. Nur damit die Plate hier richtig zur Geltung kommt. Boing. Boing. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, heute ist mein freier Sonntag. Man kennt es. Übrigens, das Ding ist von Kobi, nicht von Lego, falls Leute das denken. Ne? Und ja, jetzt mal ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was der Opa da sein soll. Ein Veteran oder so, ich habe keinen Dunst. Das wird irgendwo stehen, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil auf der Rückseite. So, da kommt da jetzt die Plate drauf. Sehr basic, das haben wir schon so oft gehabt. Aber da ich ja alles wieder vorbereitet habe, habe ich schon gesehen, dass das wieder mal nicht so standardisiert ist, wie man sich das vorstellt, sondern cooler. So, jetzt kommen hier einfach Brick rein drauf, links, rechts. Vor allem, dass wir so viel Orange verbauen, das ist halt sehr geil. Es ist nicht so wie bei Lego, wo du dann anfängst, erst alles in bunt zu bauen und dann hochziehst und dann langsam verkleidest. Nein, du wirst hier gleich sehr hart weggeprügelt mit der Farbe. Heißt, im Umkehrschluss, es ist top runter. Man muss mehr aufpassen, deswegen wird ja alles ausgegraut bei Kobi, aber who cares, ne? So, jetzt kommen hier noch zwei Plates drauf. Zwei mal zwei Plates. So. Genau, das obligatorische Festigkeitsklicken ist wieder da am Start. Jetzt haben wir vier Noppen frei und dann kommen die Plates drauf. Und dann haben wir gleich mal was sehr Interessantes, was wir bei Kobi auch noch nicht so hatten. Dass genau hier gleich mal die erste Situation stattfindet, wo wir Kacheln drauf prügeln. Das verwundert mich ein bisschen, aber okay, wir richten uns einfach wieder straight nach der Anleitung. Ich habe den schon wieder falsch montiert. Und ich krieg's jetzt erstmal wieder richtig beschissen ab, weil der echt wehtut in der Hand. Super. Okay, so geht's. Weil ich den um die Ecke Stone falsch rum gehalten habe. Das kann ja mal passieren. So. Aber wir kommen gut voran. Ich meine, es sind sehr viele, viele, viele kleine Schritte. Das mag ich ja gerne. Ihr wisst das. Und wir sind jetzt bei Schritt 5, wir sind voll im Zeitfenster. Jetzt kommen einfach wieder so drei Steine und jetzt sind wir einfach wieder weggelaufen. Vor dem Zeitfenster. So, gucke. Ja, da drauf. Ach, was, hör mir doch auf. Aha. Okay, dann haben die gar keinen Sinn gemacht, die glatten Plates, also die Kacheln. Mhm, wenn man die gleich direkt abdeckt danach. Muss ich nicht verstehen. Verstehe ich wirklich nicht. Ja, aber an sich, das Modell äußerst interessant. Ich bin gespannt, was es mit der Farbe auf sich hat, also Farbdevo. Das werden wir dann im Review-Video irgendwann genauer ergründen.
Aber es sieht sehr futuristisch cool, weiß ich nicht, wie man es beschreiben will, aus. Das motiviert mich gerade richtig hart. Ich weiß noch damals, wo ich gesagt habe, oh nee, auf Muster habe ich keinen Bock, aber so ein knalliges In-Your-Face-Orange ist halt schon heftig. Ihr seht gleich, was ich meine. Ich saß hier gerade, habe die Stapel zurechtgerückt und hatte richtig Spaß dabei, weil ich gesehen habe, Junge, wir werden coole Sachen bauen. So, jetzt bauen wir schon das erste Fahrwerk quasi auf. Das erste und das letzte, wir bauen gar nicht so viel Fahrwerk in dieser Runde. Eher in der zweiten. Das ganze Ding wird auch nur zwei, Aufnahmeparts haben. So, sieht das jetzt aus. Das Fahrwerk und das setzen wir gleich auf. Aber erstmal kommen hier diese Viertelrundabdeckungen drauf, die nicht richtig viertelrund sind, aber egal. Aua. Ich muss mal bald neue Kobi-Modelle bestellen, denn mir gehen langsam die Sets aus, habe ich gesichtet. Wir haben äußerst interessante Steine hier auch drin. Das ist nicht so Steine, die angefressen wurden. Ich habe die erst in der Hand gehabt und gedacht so, hä? Kobi schickt dir jetzt kaputte Steine oder was? Aber nein, die sollen so. Ich habe auch keinen Wunsch darum. Ich zeig sie, wenn sie soweit, kommen. Oh, die kommen erst ziemlich am Ende. Aber es ist cool. Ist ein Haar. Ist weg? Nein. So, jetzt ist weg. Okay. So. So. Und. So, das müsste vorne sein, wenn ich das richtig sehe auf dem Bild. So, okay. Haben wir montiert. Jetzt werden noch Lightbulbs drauf geprügelt. Ganz stumpf. So. So und so. Gut, wie wird das jetzt gemacht? Also nehmen den, dann nehmen wir die Bulb. Also Scheinwerfer. So. Und dann ist die Leuchte. Wenn ich den mal richtig drauf geklatscht hätte. Alter. Digga. So, nochmal so. Mit Gewalt ist immer eine Lösung. So, und dann hast du die Balk drauf. Und die setzt du. Wait, what? So an, okay. So. Interessant. Aber mit. Ich kann bisher noch nichts mit Glow in the Dark Function, ne? Wieder mal auf. Ich habe auch keinen Dunst. Das war mal ein Thema bei dem Panzerkampfwagen 3. Dem Babypanzer, den ich immer wieder gerne wiederholen und erwähne. Allgemein die Babypanzer, ich finde die sehr süß. Und wie schon versprochen, werden wir auch weitere Babypanzer früher oder später. Alter, wenn du die nicht richtig drauflegst, ist scheiße. Na schon, jetzt. Boah, das hat weh. Kobi will, dass ich weine. Naja, also. Ach, hier vorne dran. Achso. Der kommt jetzt so und so. Ich weiß, das wirkt jetzt wieder sehr, als ob wir Zeit verloren haben, aber wir sind jetzt bei Schritt 14, also. Nee. So, dann fangen wir gleich direkt mal an hier mit Verfliesung von irgendwelchen Bereichen. Sehr früh sogar. Ich habe so früh bei mir. Nein, ich habe gleich einen Fehler gemacht. Ich habe die zu bald angesetzt, zu früh. Oh, da kommst du super drunter. Okay, das war easy. Hier ist voll der Hohlraum. Hier konnte ich mit dem Taschenmesser richtig gut ansetzen. So und so. Ich glaube, es gab auch eine Matilda 2 von Kobi. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber wenn die genauso cool ist wie das Ding hier, weiß ich, dass wir die früher oder später holen werden. Also... Das obligatorische Schwarz ist jetzt auch nur dafür da, dass wir auf dem Karton hatten wir ja im Fahrwerk unten so reingucklige. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Und dafür brauchen wir halt auch dieses primäre Schwarz überall. Das werdet ihr spätestens im Review nochmal sehen. Oder im Aufbau 2, ich weiß es nicht, wann ich den Karton nochmal in die Kamera halte. Vielleicht am Ende des Videos. Ja, ich mach's am Ende des Videos nochmal, glaube ich.
dann kann man das nämlich nochmal richtig gut sichten. So, ich sag ja, jetzt wird erstmal hier schon wieder angefangen zu verkleiden, wo wir erst bei 10 Minuten sind. Es ist interessant. Kobi schafft es wirklich, mich jedes Mal aufs Neue zu überraschen bei den Modellen. Wie gesagt, wir werden uns dann auch mal bei Zeiten einen Truppentransporter zulegen. Beziehungsweise ein Kettenfahrzeug, wo quasi die ganzen Soldaten, die wir haben, drin sitzen können. Ist mir egal, ob die gegeneinander gekämpft haben und nicht, wie wenn sie einfach zusammenführen. Oh, jetzt wird der spaßige Teil losgehen. Gehen wir beiseite. Jetzt kommt nämlich richtig viel, viel Orange. Das gefällt mir ein bisschen, weil wir selten so orangelastig bauen. Dann habt ihr das letzte Mal orange, ich glaube beim Leopard ein paar Teile, aber das ist ja wirklich offensiv orange hier. Also, ich kann mich nicht beschweren. So, die ganz langen kommen hier hin. Müssen ein überlappen, genau. Und dasselbe nochmal hier, wahrscheinlich. Ja, okay. Aber auf der Seite, okay. So, einer, wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Passt. Muss ich nur gucken, welche Seite wo ist. So sind die. Okay. Passt das? Das passt. Denke ich. Sollte passen. Jetzt muss ich gucken. Weil wir verschiedenste Längen haben. Wir haben 7er und 8er. Die 8er kommen jetzt parallel zu denen. Macht Sinn. Noch ein 8er. Der kommt ganz easy hier dran. So. Und dann 7er. So, keinen Sinn machen gerade. 4 7er haben wir denn? 2 7er. Da fehlt einer. Okay. Der soll so, damit er zwei übersteht, genau. Ne, ein übersteht. Ein übersteht. Ist richtig. Du kommst hier hin. Ne, kommst du nicht, du kommst hier hin. Nee. Doch, du kommst hier hin. Und du kommst. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Verwirrung pur. Hier? Achte. Achter. Sie nennen den 7er hin. Ist richtig. Ist das richtig? Hier muss auch ein 7er hin. Kein 8er. Das heißt so und so. Haha, gerettet. Okay, passt. Ich glaube, wir haben es zwar falsch montiert, aber ist egal. Also, dass die unteren Platten nicht richtig liegen, aber viel Schlimmeres, glaube ich. So, jetzt kommt ihr und ihr. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren, aber auch nur minimal. Ich bin jetzt bei Schritt. Schlag mich tot. So, die hier hin. Und die nach. Ah, interessant, hier hin. Okay, dasselbe nochmal. Auf der anderen Seite. Gespiegelt natürlich. Ihr wisst es. Muss ja nach was aussehen. Ich dachte halt voll geil mit dem Orange, ne? Jo, jetzt wird verfließt. Dann haben wir sehr, sehr viele Plates. Sehr cool. Also wenn ihr irgendwas Orangenes mal bauen wollt, holt euch das Modell. Es wird mega geil aussehen. Ich denke, es wird euch nicht überraschen. Nein, ich bin falsch montiert. Und den auch. Gehe ich nochmal vernünftig ab. Ja, okay. So, jetzt ist hier ein Überstehen. Dann kommen diese. Was ich auch wieder geil finde, dass die hier wieder diese Neat-Optik haben. Super geil gemacht. Guckt euch das an. Wie geil sieht das bitte aus? So, wir sind alle zwei. So. Dasselbe nochmal hier. Der soll ein Überstehen. Und dann fangen wir wieder bündig an. Zack. Ein frei. Zack. Ein frei.
frei, zack. Ein frei, zack. Und, pass auf, einen frei, zack. Herrlich. Cool. Next. So. So. Das sind sehr interessante Teile bei diesmal auch. Wieder zweifarbige Kachel, man sieht sie gleich wieder. Sehr, sehr optisch ansprechend. Ich finde das halt voll geil, das ist mega. Habe ich schon gesagt, dass wir keine Sticker drin haben? Oh ja, ihr wisst es ganz genau, ich feiere es. Euch auch wieder Nieten drauf, herrlich. So, dann kommt jetzt hier so eine Schräge und Dunkelgrau. Sieht das geil aus als Verblendung? Gut, der Orangeton ist ein bisschen anders, man sieht es halt straight. Okay, das ist ein bisschen schade, dass der Orangeton zu dem passt, aber die sind ein bisschen zu dunkel. Aber ha. Muss man ja gleich mal wieder kritisieren ein bisschen, ne? Ist ja immerhin ein Review-Video dazu. Oder es wird eins folgen. Und man sieht es halt straight, dass das farblich einen kleinen Unterschied aufweist. Schade. Das macht gerade das Modell ein bisschen meh. Aber wenn man drüber weggucken kann, ist das immerhin noch vertretbar, glaube ich. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir so eine geile Farbseuche entwickelt haben. Okay, wir können jetzt erstmal beiseite. Ihr seht, es ist nicht groß, das Modell. Ich meine, wir sind jetzt auch schon bei Schritt 22. 5 Minuten Vorlauf ist super. So, jetzt muss ich mal gucken. So, muss ich die alle vernünftig hinlegen. So, so, dann Dark Grey dazu. Und dann die zwei Hellfrauen nebeneinander. So und so. So und so. Den einen packe ich mal so halb aus dem Bild, weil er irrelevant ist für die jetzige Situation. Die legst du einfach zusammen, klickst die ein, okay? Warum auch immer. Ich hab keine Lust. Weil es bringt ja so nichts. Hm. Interessant. Ich habe Fragen, Kobi. Äußerst viele Fragen. Aber okay. Was halt auch geil wäre, wenn du so von Kobi gesponsert wirst. Aber das muss halt mega groß sein, ne? Ich meine, ich unterstütze Kobi gerne. Ich mag die Modelle, ihr wisst es. Ich fuck mich auch manchmal ab über Sachen, aber das ist so mein inneres Ich. Ich muss ab und zu mal meckern, ein bisschen Frust rauslassen. Dann geht mir alles wieder gut. Und ja, bis Lego es nicht schafft, Panzer zu bauen, weil sie ja keine Kriegsmodelle entwickeln und somit einen riesigen Markt verlieren, den Kobi deckt, kann man sich ja wohl nicht beschweren. Ne? Ich finde die Aussage sogar, wir sind ein Kinderspielzeug bla Typ Produzent, ne? Was ist das? Okay. Packe ich mal auf die andere Seite. Bist du verzogen oder was ist da los? Hier passt du. Weiß ich nicht, was das hier ist. Aha. Der hat gerade nicht gepasst. Das passt doch. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Egal. So. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja. Das Lego sagt, wir produzieren keine Kriegsmodelle und so. Ist halt. Schwierig, diese Aussage, wenn du selber irgendwelche Jets und so produzierst und die dann als Kunstflieger und so bezeichnet. Ich weiß nicht, Lego, was macht ihr damit? Ihr verliert so viel Fanbase oder mögliche Fanbase, die ihr generieren hättet können, mit sowas. Ihr habt ja auch einen Flieger vom Markt genommen, angeblich, weil mit Ausführungszeichen, ich glaube, das war letztes Jahr, ihr keine Kriegsmodelle produziert und ihr habt den schon zum Verkauf freigegeben. Also fliegen davon jetzt einige Sets rum zu überteuerten Preisen. What? Nein! Fall ich auch anfangen. Oder? Der muss so.
Ja. Ich hab falsch rum angefangen. Kacke. Kacke. So, der muss nämlich so sein. So. Muss das gleich nochmal lösen auf der einen Seite. Dann eine Noppe hier bereits. So. Egal. Wir produzieren weiter dieses Ding. Also ich sag mal voraus, so locker eine halbe Stunde wird das Video gehen. Also 10 Minuten noch. Plus, minus. Je nachdem, wie lange ich brauche, um meine guten alten Fehler zu beheben. Ich melde mich gleich wieder, weil das sind ein paar Teile, die ich lösen muss. Und da bin ich wieder. So, jetzt erstmal richtig machen. Der bitte hier hin. Dann der hier hin. Ihr seht, die sind auch schon wieder genoppt. Ja, sieht man durch das reflektierende Licht. Wo wir mal über das Modell, was Lego rausgebracht hat, aber dann doch verworfen hat. Darauf möchte ich nochmal eingehen. Ihr seid cool drauf. Ihr entwickelt ein komplettes Modell, printet das, baut das, lässt das in Serienfertigung vorlaufen und dann fällt euch irgendwann kurz vor Release auf, dass das Ding ein Kriegsmodell ist. Und ihr kommt mit der Aussage, ihr wollt es nicht verkaufen, weil es ein Kriegsmodell ist. Okay, schön und gut, aber man weiß, dass es nicht der Hauptgrund war. Ihr habt ihn bloß als Hauptgrund angegeben. Der Hauptgrund war nämlich, das Modell war nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Das steht auch einfach dazu. Ich weiß das, weil ich dazu mir Videos angeguckt habe. Finde ich witzig. Es war nämlich so, dass die riesigen Propeller der Tragflächen elektrisch angetrieben waren. Und tja, was soll man da denken? Das Ding war sauschwer. Und die Propeller haben irgendwann einen Abgänger gemacht, weil die Achsen, über die das lief, aus Plastik waren. Und ja, Plastik ist ja jetzt nicht das widerstandsfähigste Material. Aber dann diesen anderen Grund nennen, ist halt echt cool. Naja, ist egal. Das Set wird jetzt auf jeden Fall extrem teuer. Weil Leute, die das wirklich haben wollen, boah, geben da echt Kohle aus für sonst was. Ich, in den Review-Videos sind die Dinger ja auch schon abgeraucht. Also, sehr witzig. Könnt ihr es gerne mal angucken. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall findet man es nicht sehr schwer. Es war letztes Jahr so ein No-Brainer. Alter, das war so gut. Ich fand's witzig. Ja, letztes Jahr wieder in die Lego-Szene so einigermaßen reingerutscht und dann, ja, kam das Thema auf. Das war sehr cool. Ich bin ja auch von Lego weg, das habe ich glaube ich schon zigmal erzählt, weil es mir einfach viel zu teuer ist. Für das, was sie da liefern. Dann gucke ich mir die Review-Videos an von irgendwas und lese oder höre, dass das nicht mehr so cool war wie früher. Und deswegen sind wir hier bei Kobi. Übrigens, alles Kobi, was wir bauen, ne? Ich erwähne es nur noch mal gerne. Nicht, dass hier irgendwer von Lego kommt und sagt, der Typ, der baut Lego, hat er gesagt. Nein, tue ich nicht. Ich baue ausschließlich Kobi und in jedem Video erwähne ich das noch mal extra. Nur für solche Leute. So, komm her. Jetzt haben wir wieder ganz viel Döns. Aber das stört mich heute eher weniger, weil ich das Set mega gut finde. Ich finde auch geil, wie breit der einfach ist. Der ist mega breit. Er ist einfach so ein Moloch. Ich feiere das. Also, ja, ich weiß, ich habe das schon beim letzten Video gesagt. Das habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, weil das erst morgen kommt. Dass ich den Sturmpanzer, ne, der Sturmgeschütz, richtig hart feiere. Fürs Optische. Aber, uff, jetzt kommt der hier um die Ecke. Ich habe echt Probleme manchmal. Vielleicht habe ich doch einen anderen Lieblingspanzer mittlerweile wieder. Na, wenn der weiter so cool bleibt. Ich mag auch vor allem diesen extremen Kontrast von Orange zu Dunkelgrau. Ich feiere das. Also das Set macht mir richtig Spaß gerade. Hört man das? Ich lächle richtig beim Reden. Ich bin heute mal richtig hoch motiviert. Voll gut. Feiere ich. Also, geiles Ding. Ha. Ich hoffe, die Matilda 2 ist genauso. Ist die schon raus? Ich weiß es gar nicht. Oder war die im Ankündigungsvideo? Oh, ich habe was vergessen. Guck mal.
war ja wieder typisch. Da schwafelt man drauf los und vergisst das Wichtigste, nämlich den hier. So. Aber ich. Dieser Kontrast ist einfach so, uff, er ist so cool. Ich mag das, wenn mit Absicht sowas ins Auge springt. Ich bin da, nimm mich hin. Das ist so. Sowas feiere ich ja richtig hart. Ich bin so. Ich bin gerade guter Dinge. Also. Ich finde es auch geil, dass er halt wirklich so richtig fett breit ist. Obwohl er eigentlich die Medium-Ketten hat. Das heißt, er ist so ein Leoparden-Standard eigentlich. Er kommt ja mit so einer dicken Breite, Alter. Nimm mich hin, wie ich bin. Hab mich lieb. Geiler Typ, Alter. Ich mach richtig Bock, das zu bauen. Ich feier das. Oh, wir haben nicht mehr so viel. Schade. Oh, das macht mich jetzt wieder ein bisschen. Oh. Ja gut, ist halt so. Was ich an Kobe halt auch geil finde, man kann halt Sets, einige Sets, viele Sets, doch einige Sets, gut gebraucht kriegen. Du darfst bloß die alten Sets nicht holen. So, hier, was haben wir denn da? Stummel und so, weißt du? Also, die Preise sind nicht mehr cool. Das macht mir keinen Bock. Aber ich finde das halt auch cool, dass Kobi dann sagt, ja, wir haben die jetzt schon lange nicht mehr produziert, dann produzieren wir die nochmal nach für die Fanbase und dann hast du halt Möglichkeiten. Bauen sie halt mehr Teile ein, verlangen sie halt 10 Euro mehr, aber keine das Doppelte oder so, weißt du. Dann hast du als einsamer Bauer die Möglichkeit, dieses Set nochmal nachträglich zu bauen. Das ist sehr cool. Und ich hoffe auch mal, dass ich in die Situation komme, dass ich mir hier so das Nashorn für einen vernünftigen Preis als Remake irgendwann mal holen kann. Oder den Stummel. Was hat man noch? Was gab's denn noch? Ich habe so viel auf dem Schirm eigentlich, aber der Brummbär. Den Brummbär will ich auch haben, weil den finde ich sehr geil. Aber für den Preis aktuell, der wird mit 50, 60 Euro gehandelt und das ist mir halt nicht wert. So, hier sind die Steine, die ich meinte. Warte, Fokus, man sieht es nicht. Die sind so ausgefranst, ausgeschlagen. Ich weiß nicht warum, aber es ist sehr cool. Es ist ein sehr geiles Gimmick. Ich dachte so, hä, was ist das? Fehlproduktion? Nein. Weil es sind zweimal dieselben Teile und die sind auch laut Plan so beabsichtigt. Oh, ist das ein geiles Modell. Oh, das ist so. In your face, ich bin da. Oh ja, das Video wird auch irgendwas mit in your face heißen. Höchstwahrscheinlich. Oh, wir sind gleich vor Ende. Oh nö. Och nö. Man sieht das halt voll geil hier, wie das abgebrochen, ausgefranst ist. Mega gut. So. Sehr, sehr geiles Modell. Oh, ich habe mich schon gefreut, als ich es aufgemacht habe, weil ich gesehen habe, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich es mir direkt gekauft habe damals. Das habe ich ja seit 2-3 Monaten hier vorrätig rumliegen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu bauen. Jetzt endlich ist es soweit und ich bereue es keine Minute, es gekauft zu haben. Ist auch ein Brite. Selbst dafür, dass es ein Brite ist. Ah ja, jetzt haben wir hier wieder so ein interessantes Teil. Ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal hatten. Auf jeden Fall ist es hier komplett abgeflacht, also abgeschrägt. Kein Dunst, warum. Aber, okay. Wie viel Mann Besetzung kriegt man das Ding eigentlich? Ich habe keinen Dunst. Das kriegt man alles raus im Laufe der Zeit. So. Ich werde die Dinger künftig, glaube ich, auch vollsetzen ab den nächsten Review-Videos. Somit, dann werde ich auch 8 Leute daneben stellen, wenn da steht 8 Leute, die dann natürlich nicht in den Panzer reinpassen, weil du kriegst maximal so 2-3 Leutchen rein. Aber es wäre sehr witzig, denke ich. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Soldaten. Und das ist mir dann auch egal, ob ich Briten und Japaner zusammensetze oder Deutsche und Amis oder was weiß ich. Irgendwas so, ne? In die Richtung. So, jetzt wird ja alles schön verkleidet. Aber, oh, das ist so cool. Oh, du bist so ein cooles Ding.
Merkbar, dass ich ihn sehr wertschätze? Ich denke ja. So, die sollen nicht hier drauf? Aber ich mache ein Video? Ja. Alter, ist das Ding breit. Der ist safe breiter als der, sag mal, richtig, Sturmgeschütz, das Sturmgeschütz. So, jetzt wird hier nochmal schwarz abgedeckt und dann sind wir fertig für diesen Part. Knappe halbe Stunde, sag ich doch. Super. Also, das sieht so geil aus mit den ganzen Nieten außen. Das, was ich nicht mag, ist diese, das dunkle, der dunkle Orangeton, den sie hier eingebaut haben. Das ist leider, der würde optisch nochmal viel geiler aussehen, wenn dieses Blassorange da wäre. Aber ihr seht dieses Knallorange dazwischen immer. Dann hast du diese schwarzen Vertiefungen, die ich gesagt habe. Deswegen auch dieser ganze schwarze Unterbau. Oh, das wird noch sehr witzig. Dann kannst du den so aufklappen. Dann kommen da die ganzen Räder drauf. Und dann wieder zu. Naja. Das Ding ist sehr cool. Es ist so übertrieben breit. Ihr seht das auch. Guck mal, normal sind die Ketten hier. Laut Kobi immer so. Die laufen dann hier. Und hier hast du nochmal so gut 2 cm links, rechts. Je nachdem, wie du spannst. Voll gut. Voll gut. So, ich spoilere mich gleich mal bitte. Achso, das hier sind die Teile, die übergeblieben sind. So Verbrauchsmaterial, wie man sie kennt und liebt. Ich komme dann gleich wieder in meine Materialkiste. So, wir haben. Das Ding vom Grundkonstrukt sieht halt auch einfach mega geil aus. Gut, der Gefechtskopf, der ist halt wieder sehr standardisiert, aber egal. Ah, das Ding ist schon ein breiter Trümmer. Das nächste Mal werden wir auch 40 Schritte machen. Na gut. Okay. Je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Ketten werden schon vorbereitet sein. Ihr wisst das ja. Und ja, dann habe ich das Video für den Tag auch gerettet. So. Dann werde ich das gleich schneiden. Oh, ich habe einen Fehler drin. Seht ihr das? Wir müssen nach innen. Ne, nach außen. Das heißt, du musst ab. So, und komm nämlich drauf. Entschuldigung. So. Und. So. Oh, du bist so cool mit deiner Farbgebung, ey, das ist nicht feierlich. Auf jeden Fall. Ha, ihr seht, was ich meine, es ist sehr cool, es ist. Uff. Ich freue mich darüber, ihn weiterzubauen, es ist mega gut. Warte, hier sieht man auch die Shishat nochmal. Hier, da, diese Aussparung. So heißen die Dinger, genau. Joa, ich glaube, ich habe alles gesagt in diesem Video, was ich dazu sagen wollte. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Ihr könnt gerne wieder kommentieren, abonnieren und liken, ihr wisst das. Ja, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, das Modell. Also wirklich, es ist so in your face und das ist so cool. Er ist so der Punk unter den Panzern. Irgendwie sowas, irgendwas so in die Richtung würde ich das auch nennen. Voll gut. Ja. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Er gefällt mir einfach mega gut. Ich mag diese ausgefransten Steine hier links, rechts. Ich weiß nicht, warum die hier sind, aber das gibt gleich wieder so viel extra, statt dieses Glatte immer. Dann die Farbe alleine. Keine Kratzer. Das einzige Manko hier, diese unterschiedlichen Farben. Sonst nichts zu beanstanden. Es ist Kobi-like, wie man es kennt, wie man es liebt. Und ja, dann sage ich, sehen wir uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Kauf Kobi-Modelle, damit wir weiter so geile Sachen kriegen können. Und ich freue mich, das Ding fertig zu bauen. Jetzt im Ohnewitz. Vielleicht mache ich es auch gleich noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich das heute noch schneiden, damit ihr morgen früh gleich wieder Content habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, macht's besser und macht das Beste aus allem. Tschüss!